Und soeben hat uns folgende Eilmeldung zu der Warenhauskette Galeria Karstadt und Kaufhof erreicht. Die beiden Geschäfte werden nicht zerschlagen. Die Gläubigerversammlung billigt mit einer großen Mehrheit den Sanierungsplan für den Konzern, wie dieser mitteilte. Der Sanierungsplan sieht weitere tiefe Einschnitte für den seit Jahren kriselnden Warenhauskonzern vor, der zum milliardenschweren Signa Holding des österreichischen Investors René Benko gehört. Von den aktuell noch 129 Warenhäusern sollen 47 Filialen geschlossen werden. Das bedeutet, tausende Stellen fallen weg. Wenn ihr mehr News aus unserem Team wollt, dann müsst ihr einmal hier klicken. Wenn ihr auf der Suche seid nach spannenden Dokus, starken Reportagen, dann geht's hier entlang. Und wenn ihr Welt abonnieren wollt, neu entdecken wollt, dann einmal hier klicken.